Hallo und willkommen zurück bei diesem Spiel hier. XCOM. Gut. Okay. So, gehen wir darüber. Das Schienennetz, aber wo müssen wir? Ah, hier müssen wir einen Transponder hinpflanzen. So, darüber. Schnell, schnell, schnell. Vorwärts. Die Aliens machen etwas, aber wir wissen noch nicht was. So, ich würde sagen, für den Scharfschützen wäre es am besten hier oben. Das ist der Zug, mit dem wir die Transponder befördern werden. Das Ganze ist nicht ideal, aber wir müssen jeden der Transponder an einer bestimmten Stelle platzieren, um ausreichende Signalstärke zu gewährleisten. Okay. Gut, ich würde sagen... Los, los, los! Ah, okay, da sind sie. Feind in Sicht. So, los, los, los. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier so unvorsichtig umzulaufen. Ist keine Bedrohung mehr. Gut. Also gut. Ciao, ciao, mein Freund. Okay. Spurte hier nach vorne. Und du, mein Freund? Gut. Dieser Transponder ist an Ort und Stelle und einsatzbereit. Wenn die restlichen auch platziert sind, werden sie ein Signal senden, um das Navigationssystem der Aliens zu stören. Wenn alles glatt geht, sollte das Signal das Schlachtschiff vom Kurs abbringen und uns eine erstklassige Möglichkeit für einen Überraschungsangriff bieten. Sehr gut. Okay. In Feuerposition. So, hier Sport und los. Weiter so, Strike One. Es bleiben noch zwei Transponder. Gut. Feldposten, okay. Der da. Los, los, los. Es bleiben noch zwei Transponder. Commander, es sind mehrere Feinde im Anflug. Anscheinend wurden sie von dem Schlachtschiff abgesetzt. Rechnen Sie jede Minute mit Feindkontakt. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Ja. Präzisionsschuss.
Also gut. Ziel eliminiert. Sonst noch Fragen? Der Typ da könnte ruhig da vorne hinkommen und Feldposten machen. Der hier könnte da hier Schutz suchen. Hier drüben ist was. Okay, hier rüber gehen. Los, los, los. Gleich haben sie es geschafft. Es ist nur noch ein Transponder zu aktivieren. Feldposten. Feindliche Einheiten im Anmarsch auf Strike Ones Position, Commander. Das Alien-Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt, Commander. Wir müssen schnell handeln. Verflucht! Kein Problem. Wir sind erledigt. Hier ist es ganz schön brenzlig. Oh. Backe. Justiere Zielvorrichtung. Oh, du Scheiße. Kein Feuer möglich. Okay, dann spurte mal hier rüber. Oder ist es nicht der, der auch die Fähigkeit hat, Feinde zu erkennen? Also. Ah. Gut, aber kein Problem. Ciao, ciao. Okay, aber ich will einen anderen einsetzen, um... Nein, ich nehme lieber das Gewehr. Das ist besser so. So, und Feuer. Ja, nehmen wir lieber die Pistole. Gut, und er, mein lieber Freund hier. Oder weniger ist die Chance größer, 70%. Schlaf schön. Jetzt bist du ganz kleinlaut, was? Perfekt. Geh nach draußen und Feuer. Ah, Scheiße. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Schuchtern. Nein! Ich will nach Hause!
Okay, okay. Hier könnte ich hochspurten. Aber vielleicht haben wir... Nein, das ist auch zu weit weg. Gut. Ja, gehen wir direkt vor die Tür. Bin unter Beschuss. Zum Glück daneben. Oh, doch nicht mit der Pistole, Mann. Ja. Und ciao. Ist keine Bedrohung mehr. So, mit dem da gehen wir hier rüber und sagen ciao, ciao. Feind eliminiert. Ich brauche mehr Munition. Okay, Mufasa, du gehst hier rüber. Hier drüben ist was. Verdammt. Es liegt also noch einer. Bringt sie zur Strecke. Ja, das machen wir. Und zwar hierhin. Und Feuer frei. Nur 20%. Verdammt. Commander, uns läuft die Zeit davon. Das Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt. Wir müssen handeln. Ha. Daneben. Gut. Ah, der Typ ist in Panik, deshalb macht er nichts. Geschafft. Alle Transponder sind auf Sendung. Jetzt müssen Sie nur noch das Antriebssystem des Zugs aktivieren. Wir haben ein neues Ziel. Gut gemacht, Commander. Wie es aussieht, sind alle Transponder in Position und der Zug ist bereit, den Bahnhof zu verlassen. Wenn sich sein Weg mit dem des Schlachtschiffs kreuzt, werden die Aliens ihr blaues Wunder erleben. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Ausgezeichnet, ausgezeichnet und ausgezeichnet. Weiter so. Also gut, mal sehen, was es sonst so alles passiert ist. Doch, der sollte auch... Okay, gut. Revolverheld fügte so einen Bonusschaden zu. Oder... Echt guter Boden. Gibt 10 Sicherheits- und 10 Verteidigung gegen Gegner auf mit. Oh, das muss her. Ja, das muss. Gut, hier haben wir... Okay, der Unterstützungssoldat kann sich drei zusätzliche Felder weit bewegen. Oder Feuerschutz. Erlaubte Reflexschüsse auch bei gegnerischer Angriff, nicht nur bei Bewegung. Nein. Weiterlaufen klingt besser. Hier beim Stärker gegen Roboter oder? Ja, machen wir das. Bestätigen. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie lebend zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Hm.
Zwei Ingenieure. Ja, ja. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, ja, mach du das, mach du das. Okay, schau noch, es ist nur noch ein Tag. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Einrichtung bauen. Satelliten. Dafür fehlt die verdammte Energie. Wir müssen unbedingt zum Dampf rüberkommen. Also was haben wir? Lasergewehr. Okay, geht nicht. Gut. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hiervon können wir auch. Okay. Gut, zurück. Forschung. Kaserne. Almosen können wir nicht. Ah. Es tut mir so leid, Leute. Offiziersschule, wir können nichts Neues. Die Grundlage wäre toll. Dann wissen wir schon mal, was wir haben. Okay. Moment, was war das? Okay, Ägypten und Frankreich. Gut. Verdammt. Neue Forschungsobjekt starten. Ja. Schallenrüstung zur Herstellung verfügbar. Schallenrüstung. Unsere Schallenrüstung wurde entworfen, um besseren Schutz vor Plasmawaffen zu bieten. Die verwendete Alien-Legierung ergaben in Versuchen eine erhebliche bessere Überlebenschance im Vergleich zur herkömmlichen Panzerung. Schwebe oder Mut? Schnell Projekt beginnen. Okay, gut. Technikbereich. Gießerei. Vom Geld her haben wir nicht genug. Aber gut. Dann halt. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Okay, gut. Raven 1. Los! Bereit für Nahkampf! Oh. Statusbericht: Abfangjäger hat das UFO abgeschlossen. Überwachung meldet Bewegung der Alien an der Absturzstelle. Abfangjäger wurde beim Zusammentreffen schwer beschädigt. Das stimmt. Entfernen. Okay, das ist der Scharfschütze. Gut. Mal sehen, wen wollen wir sonst nehmen? Okay. Im Einsatz. Ah, das sind die. Sind das alles Rekruten? Verdammt. Wir müssen mit dem Rekruten
Leah Brown. Okay. Bearbeiten. Bewaffnung. Plasmagewehr. Aha. Okay, Pistole. Aha. Nee. Alien-Granate? Oh, fuck. Wir nehmen das hier, damit sie überlebt. Okay, wo ist... Bearbeiten, der da. Bewaffnung. Präzisionsgewehr. Sturmgewehr. Uff, schwer. Okay, dann halt die hier. Dann kriegt halt... Ja, bearbeiten, Bewaffnung, die Laser. Voll Laser und so. Okay. Sonst ist alles gut, würde ich sagen. Dann mal los. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Okay, gut. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Gut. Los, los, los. Okay, da vorne sehen wir Feuer, aber sonst... Okay, hier rüber. Ah, das ist der Heiler sozusagen. Deshalb kann er so schnell, also so weit laufen. Da haben wir die neue. Mal sehen, was passiert. So, hier rüber. Alter, kann hier rüber. Feldposten. Okay. Gut, und sie... Kleine Maus kommt als erstes hier hin. Ziel in Sicht! Was, daneben? Justiere Visier! Sie kommen über die Seite! Hört ihr das? Hm. 71%. 91, okay. Weg mit dir. Bam. Feind neutralisiert. Hier rüber und Feuer starten. Und tschüss. Gut, gut. Das ist erfreulich. Gut, und Position decken. Sputten wir mal dahin. Und sie soll hier hoch.
Dann gehen wir mal rein. Okay, nachladen wäre nicht. Nachgeladen! Was? Okay, der nächste. Sie nicht gefährden. Es ist ja noch neu. Still jetzt! Hört mal! Okay, von da drüben. Wir könnten den Zug beenden. Aber wir machen Feldposten. Vorerst, was irgendetwas kommt. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ich versuch's. Für Stück gehen wir vorwärts. Die Kleine kann hier rüber. Los, feuern! Wir haben dich flankiert! Sie flankieren meine Position! Aha! Sie verlieren an Boden! Machen wir das hier und hier. Nein. Wir sind ein bisschen taktisch besser. Aber wir gehen hier rüber. Und ciao. Getroffen. Okay, jetzt haben wir die Chance, hier rüber zu kommen. Hätte der da oder der da oben? Der da oben hat mehr. Es ist tot. Also los. Los. Was? Okay. Na also. Also gibt es irgendwo noch Leute? Verdammt. Das gefällt mir nicht. Wo könnten sie sein? Gehen wir hier hin. Murray, was machen wir nur mit dir? Und öffnen. Sind sie hier drin? Ich sehe nichts, aber man weiß ja nie. Also los. Von da können wir sonst nirgends hin. Versuchen wir da. Du hierher. Wir hätten auch da drüber gehen können. Da
draußen ist irgendwas. Ja, das glaube ich auch. Gut. Mal schauen, was hier ist. Ich glaube, die zwei regeln das hier drüben schon. Okay, darüber. Feldbossen beziehen. Damit, falls irgendjemand angreift oder vorbeiläuft, vernichtet wird. Ziel im Visier. Oh, so einer ist es. Und feuerfrei. Ziel neutralisiert. Alle Missionsziele erreicht. Ha. Okay. Das ist mal sehr gut, sehr, sehr gut. Und zurück bei uns. Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Ja, okay. Lea Brown hat leider nichts machen können. Sergeant Chung. Gut. Ermöglicht den Transport von zwei... Nein. Gefahrenzone erhöht den Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und alle Raketenangriffe. Granaten oder... Na, nehmen wir das. Gut. Ja, was... Du kannst Medikits dreimal pro Gefecht einsetzen, nicht nur einmal. Oder Rauch und Spiegel ermöglichte... Eine zusätzliche Verwendung der... Vergiss es. Wenn ich Leben retten kann, dann... So, okay. Schredderrakete oder... Deckungsfeuer. Wir haben Legierung... Und... So weiter und so fort. Waffenfragmente... Also, ich bin zufrieden. Forschung, wie sieht's aus? Okay. Bauen, was können wir bauen? Ja, zu wenig Geld. Hangar. Okay. Los geht's. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Okay, was wollen Sie diesmal? Jetzt, wo das gehackte Signal steht, ist das Alien-Schlachtschiff verwundbar und wir sollten schnell zuschlagen. Sie müssen einen Trupp auf der Außenhaut des Schiffes absetzen. Das ist eine seltene Gelegenheit, die Technologie dieses Schiffes unversehrt zu erbeuten. Wir sollten sie also beim Schopfe packen, Wissenschaftler. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Okay. Kann man das eigentlich... Verdammt, ich wollte zuerst noch Kaserne. Offiziersschule können wir... Truppengröße könnten wir machen. Und Grundlagen, das wäre auch toll. Okay, gut, dann machen wir hier weiter. Andere Umstieg. Ja.
Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, so vertraulich wie es nur geht. Geelong, Lockdown, Scarecrow, Prototyp. Okay, Einsatz starten. Ich hoffe, die Kleine kann jetzt auch ein bisschen aufleveln. Puh. Transporter ist eingetroffen. Beginne den Angriff. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Mhm. Okay, gehen und öffnen Sie von der Seite, um den Gegner nicht zu alarmieren. Wenn wir die Energieleitungen zerstören oder deaktivieren, können wir das Schlachtschiff unversehrt runterbringen. Eliminieren Sie alle Verteidigungskräfte der Aliens. Okay. Big Sky hat sich um die Lieferung gekümmert. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Wenn wir das Schlachtschiff heil landen wollen, müssen wir zunächst die Energieleitungen auf seiner Außenhaut deaktivieren. Keine Ahnung, was uns da oben genau erwartet, aber wir sollten uns auf heftigen Widerstand der Alien-Besatzung des Schiffes gefasst machen. Ziele wurden aktualisiert. Okay, als erstes einmal... Der bleibt hier. So, okay. So, hier rüber. Okay, vorerst Stille. Jetzt kommt Chan. Er spurtet hier hin. Moment, ist das der einzige Weg, der... Okay. Ich dachte, sie können von überall angreifen, deshalb sagte ich dem Scharfschützen, er soll da die Augen offen halten. Okay, die Alien-Aktivität. So. Los, los, los! X-Rays gesichtet. Die Leitungen auf der Außenhaut sind Teil der Energieversorgung des Schlachtschiffs. Wenn wir die Leitungen deaktivieren oder sie mit Sprengstoff zerstören können, sollte das das Schiff außer Gefecht setzen und es uns ermöglichen, seiner Fracht habhaft zu werden, ohne Kollateralschäden zu riskieren. Okay, das wäre sehr gut. Scarecrow. Hier rüber. Und dann freie Bahn. Was? Ah, fuck. Verflucht! Ziel verfehlt! Feind eliminiert! Gut, was ist das? Okay, die Kleine kommt hier rüber, um gute Deckung zu geben. Und Feldposten. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Gut und ciao. Feind neutralisiert. Wir gehen hier hin mit ihm. Dann machen wir auch Posten.
Okay, er spurtet dahin. Ich liege unter Beschuss. Ich wusste schon, dass das passiert, aber... bei wem? Ah, bei ihm. Okay. Was müssen wir da? Commander, ich weiß nicht, was Sie gerade getan haben, aber Sie haben anscheinend in ein Wespennest gestochen. Die Aliens werfen alles, was sie haben, in die Schlacht, um dieses Schiff zu schützen. Oh, nicht so gut, nicht so gut. Gut, wo soll die Kleine hin? Schick die Kleine mal hier rüber. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Okay, der Scharfschütze kann... Ziel anvisieren. Bang! X-Ray neutralisiert. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, mal sehen. So. Fliege unter Beschuss! Der hier rüberkommen. So, hoch. Hoch, hoch, hoch. X-Rays gesichtet. Sie kann hier rüberkommen. Vielleicht sieht sie ihn schon und kann abfeuern. Ziel ausgeschaltet. Sir, Vorsicht, gut. Leute! Laut Aufklärung sind Feinde im Anmarsch. Fliege unter Beschuss. Gut, aber wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, sehen wir erst in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.